So, was geht ab, Freunde? Ich war live. Ich glaube, ich bin nicht mal live oder Chat. Ja, doch, ich sehe jetzt den Chat. Was geht ab, Jungs? Grüß euch zum Stream. Alles fresh. So, da. Weil ich glaube, YouTube hat nicht mal Benachrichtigungen gegönnt, so wie das aussieht. Geht, was geht? Grüß dich schon. Aber bei mir ist alles fit. Anscheinend hat YouTube wieder keine Benachrichtigung rausgehauen. Kotzt mich gerade schon wieder ein bisschen an, sag ich, wie es ist. Ist ja eine Frechheit. Ja. Kann ich direkt wieder aufgehen. Ist ja eine Frechheit. Ja, YouTube, naja, ich gehe offen. Ich gehe in 3 Minuten nochmal Live-Chat. Das ist ja eine Frechheit von YouTube, wir keine Benachrichtigung rauszuhauen. Obwohl, ich glaube, jetzt kam das, ne? Jetzt kam das. Das ist ja eine Frechheit, YouTube wieder keine Benachrichtigung zu gönnen direkt. Okay, anscheinend jetzt. Skandal, Digga. So. Benachrichtigung kam, ja. Nach wie vielen Minuten, Digga? Guck mal. Ist schon wieder eigentlich ein Skandal. Nach 5 Minuten. 5 Minuten zu spät. Rado, grüß dich, was geht ab, Junge? Hast du's? Nein. Denkst du, tragst der Road to the Final steigt? Diese Road to the Final Karten sind echt schwer aktuell zu beurteilen. Was sagst du, Dortmund und Sevilla? Dortmund Glück gehabt, meiner Meinung nach. Pech haben, sind die schnell im Rückstand, weil Sevilla am Anfang sehr, sehr stark Druck gemacht hat. Aber am Ende hat es dann gereicht. Hater von dir, ich mag dich nicht, herzlichen Glückwunsch. Deine Mom mag mich aber. Dein zukünftiger Bruder nennt mich Papa. Also, ja. Herzlichen Glückwunsch hier. Da, da. Was geht ab, Christian? Grüß dich. Ich gucke nebenbei noch ein bisschen Juve, Freunde. Also, ich hoffe, man hört den Ton nicht, aber ich muss auch noch den Sound. Ja, ich schaue Juve nebenbei. Was sagt ihr? Machen die das? Soll ich mal ein bisschen Musik an, Freunde? Auch EA Sports gestern komplett eigentlich alle Trader gebumst, muss man wirklich sagen. Das ist ja eine Frechheit. Dass die unter der Woche so einen Scheiß da bringen. So. Da.
Apex durch einladen. Boah. War nur Spaß mit dem Hater. Gut, dann war das mit deinem Bruder auch ein Spaß, Junge. So. Nicht Elfmeterschießen. Steigt dieser Diamant, wie wenn er out of packs geht, Digga. Und das kann immer mal 2 Wochen dauern. Nico, immer mal 1, 2 Wochen. Kommt drauf an, wenn die gute SPC bringen, kann er schnell hochgehen. So. Guck mal, Chat, ich habe vorhin was gesichtet. Manche so erzählen so Sichtung vom Mond. Ich habe vorhin hier was auf dem Transfermarkt gesichtet, was ich euch zeigen möchte. Den habe ich mir mitgenommen, fand ich zu günstig. Wie steht der aktuell? Ich finde den zu billig. Schaut euch seine Werte an. 90.000 habe ich mir mal 5 eingepackt. Jetzt gehen wir zur zweiten Seite. Was habe ich hier gesichtet? Ein Maldini, 15 Millionen. 15 Millionen. Ja, ich dachte, die wollen mich verarschen. Okay. So. Gut, es gibt einen Maldini-Schnapperpreis. 14,7. Wie viel ist der aus London? 7,45. Den will ich mir zulegen als Abwehrspieler. Von UCL-Karten gegangen, Paris und Dortmund für morgen. Okay. 7,45. Kann man eigentlich mitnehmen? Den nehmen wir, glaube ich, auch mit. Guck mal, ich muss morgen so aufpassen, ne? Wenn mein ganzes, also ich habe mein Team generell nochmal UV angeboten jetzt. Nur Icon Farm mit drin, habe ich drin gelassen, ja. So, ich habe noch Dings. Ich muss aufpassen, dass ich meinen Karten hinten nicht nochmal 3 Tage reinhau. Ich gehe noch 3 Stunden. Ich denke mal nicht, obwohl vielleicht bin ich bis dahin noch online. Ich habe keinen Bock, dass die nochmal 3 Tage drin sind. Das wäre richtig Katastrophe. Grüße euch auf jeden Fall alle, die am Start sind, Freunde. Ah. Und da geht Gold Non-Rares investiert. Noch halten oder abstoßen. Natürlich halten, Digga. Nur ein Vollidiot würde die jetzt abstoßen. Wenn du noch mehr Coins hast, kannst du theoretisch sogar noch nachkaufen. Auf 3 Millionen gibt es gerade was. Es gibt so viel, was man aktuell investieren kann. Also, guck mal, 3 Millionen ist halt viel so. Du kannst auch nur Non-Rares oder nur seltene kaufen und die werden wieder steigen. Also, wenn ihr wenig Budget habt, macht euch den Verein voll. Preise sind auch gut aktuell so für Teamkaufen, bin ich ehrlich. Also, die Preise sind ja. Sieben Benutzer. Deswegen. Am Freitag live, wenn ein neues Event kommt. Ich denke mal schon. Volkan hast du eigentlich eingeladen, Junge? Venno, wer ist denn der Venemo? Keine Ahnung, Digga. So, mein Team, wie gesagt, ist komplett auf Transferliste. Wie gesagt, ich habe den 5-mal oder so eingepackt. Ich finde diese. Guck mal, schaut euch mal an diese Karte an. Für 90.000. Was willst du da verkehrt machen? Was willst du da verkehrt machen? Ja, ich weiß, würde gern. Das ist krass, wie die Preise so runter sind. Die müssen ja wieder rebounden, ne? Das muss ja sein. Also eigentlich müssen die rebounden. Wer kommt denn auf die Idee? Ja, siehst du, es gibt Leute, die fragen mich das. Es gibt Leute, die denken, okay, 1, 2 Tage steigt nicht, stoß ich ab. So. Dann schreiben die in den Chat, dir Videos gemacht. Ja, du Vollidiot. Wie gesagt, stoß die Karten ab. Nein. Warten, die gehen wieder auf 700. Ja, Nico, hast du den gekauft oder was? Ja, bald 81 plus Picks safe kommen. Die Non-Rares und die Seltenen, das sind die sichersten Sachen, die ihr immer kaufen könnt. Da müsst ihr gar nicht nachdenken. Außer ihr wollt die Coins sofort haben, dann nicht kaufen. Ja, ich hab Dorklich aus dem. Ist halt billig, dass der halt. Dass der Müller in der Weekend League doppelt so viele Tore wie der Dorklich geschossen hat, ne?
Also ist halt traurig, aber. Rest vom Team, was ich halt tauschbar habe, steht auf der UV-Liste. Wieder ein paar Games gemacht. Ah, das ist krass, Nico. Ich wäre schon froh, ich hätte einen davon. Ich habe ein paar Reviews zu dem fetten R9 angeguckt. Die Leute zahlen ja mit, die zahlen ja wirklich über 1000 Euro, ne, wenn du den R9 nur draufstellst. Das sind ja, die Leute sind ja wirklich komplett behindert. Das sind ja komplett behindert. Wie gesagt, investiert in Nonvers. Ist er noch drauf für 9,45? Weiß nicht, eigentlich ist guter Preis, bin ich ehrlich. Wo ist CR7? Der chillt noch 3 Stunden auf der Transferliste, dann darf er wieder in den Verein. Die sind alle auch ÜV einfach auf der Liste. Lozano auch ÜV drauf. Ich habe die einfach so ÜV drauf. Von meiner Liste geht eh gefühlt nichts weg, weil alles richtig runtergesunken ist. So. Ja. Und mein Ronaldo ist ganz hinten, wie gesagt. Den habe ich ja Samstagnacht im Rage, habe ich die einfach hier für Maximalpreis reingestellt. Ja. Elfmeter in Dortmund. Ja, meinst du das den wiederholbaren Elfmeter? Keine Ahnung. Du meinst wahrscheinlich das von Haaland. Ich finde das respektlos, sag ich, wie es ist, Digga. Aber, ja. Er ist halt noch jung, der wird das schon noch lernen. Ja, die Preise sind ja komplett runde. Brauchst ein neues Team. Ne, wir holen nur den Alberto. Ich hole nur den Alberto. Ich habe ja mein ganzes Team, ne? Ja, Christian, ich fand das einfach respektlos. Also wie gesagt, wir werden Müller, Dorglich, die werden wieder aus dem Team gehen. Die passen nicht zu meinem Spielstil. Ronaldo, Neymar, Mbappé, Lozano werde ich weiterspielen. Ich werde Samprotta auf 7 Chemie weiter Rechtsverteidiger spielen, aber also hier in der Formation erstmal ein IV stellen. Diesen Carlos Alberto holen, den werde ich dann IV spielen. Alaba, Davis und Neuer, ich werde weiter so spielen. Wir gehen mal zum Volkan rein. Willst du mitreden? Schreib mal rein, ob du mitreden machen willst. Keine Worte, beste Karte überhaupt. Oh, Juve fast 2-1 wahrscheinlich. Juve fast 3-1 gemacht. Willst du mitreden machen oder ohne Volkan? Schreib mal rein. Die ganzen Icons sind jetzt auch auf dem Markt, ne? So, die Optimus, so Eusebio und so, die sind schon krass. Den hatte ich ja letztes Jahr, der war so krass, ne? So. Pelé gibt's nicht, Zidane gibt's nicht. Oh, doch, Zidane gibt's. Ah, das ist nicht der Zidane. Ich verdrückt oder was? Ah, gleiche Bildskandal. Schreib mal, ob du mitreden willst. Ah, ohne, okay. Ich gucke noch kurz Cruyff, okay. 14-2. Maldini hätte ich halt gerne, aber nicht für den Preis, wo er aktuell steht. So. Ah, generell, wer für einen Innenverteidiger hier 15 Millionen. Ich wurde der. Ah, nee. Wer für einen Innenverteidiger 15 Millionen bezahlt. Der ist ja behindert im Kopf. So, wir machen mal sein Pack so auf. Gucken wir mal, was der Volkan für uns am Start hat. Ab 370k was machen, investieren 9 wär's für 350 oder 400. Baller die alle in den Verein, cash die aus, wenn die bei 7800 sind. Ganz einfaches Ding. Hast du easy deine Coins verdoppelt. Das wäre so ein Cruyff, wo der Maldini ziehen würde. Irgendeinen Silber-1-Spieler. Bei uns in Rängen gibt es die nicht, Nico. Da gibt es, wenn dann mal, wie bei mir, letztes Jahr. Ein Deco Prime. Ich habe letztes Jahr Icon gezogen. Deco Prime. 80 oder 85.000. Ich weiß nicht mehr. Ne? Und wenn Portugal Icon kommt und du ein Prime Deco ziehst, dann weißt du, dass du von EA Sports ja, penetriert wurdest. So. Dieser Ely Moments. Ich will halt noch ein paar Coins zum Investieren haben. Ich will voll in Informs reingehen. Am Donnerstag, wenn die Preise passen. So, gucken wir mal, was er für uns am Start hat. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Alina. Wenn die Nonvers steigen. Wenn die SBC passt, ne? Oha, er hat ordentlich Packs vorbereitet. Wenn es euch gefällt, Freunde, gerne ein Däumchen hochgeben. Kuss geht raus, Volkan. Ehrenmann. Ehrenmann, Digga. Einfach nur Nonvers suchen ohne Liga.
Ja, du solltest schon aus, schau aus den Top 5 liegen, ne? Was hast du investiert? Ich habe gar nichts, also ich habe fünfmal diesen RM von Monaco mitgenommen. Und sonst habe ich noch gar nichts mitgenommen. Ein bisschen ÜV-Liste voll gemacht, so. Aber sonst habe ich nichts mitgenommen, so. Ich will mir noch einen Alberto holen. Das heißt, ich habe noch so 4 Millionen zum Investieren ungefähr, was klar geht. Ich könnte mir auch den Moments Alberto holen, aber der kommt eher irgendwann als SBC. Belgier Hazard. Nicht mal der Ding. Wettungen. Discard mal bitte sein Wappen. Dafür muss man Coins zahlen, dass man das Discard darf. Spaß, Digga. Aber ist gut für den deutschen Fußball, dass Dortmund weitergekommen ist. Sag ich, es ist halt dumm für die Punktewertung, dass die noch so 96. Minute Ausgleich kriegen. Aber bin ich ehrlich, so kenne ich aus der Weekend League, dass ich da meinen Gegentoren krieg. Jetzt ein Sommerjob, bald hole ich mir Equipment. Hooligan, bist du E-Sportler geworden oder was, Kapi? Nee. Was machst du denn oder willst du nicht sagen? So. Aber stabil, Hooligan. Zieh durch, Jung. Packst du. So. So, 2 Uwe. Bei mir ist das Tor noch nicht gefallen. Korrekt, ich habe das jetzt spoilert. Aber okay, dann war es das, ne? Krass, mit 10 Mann. Dann haben die so nicht verdient. Dann kann man nur rausmachen, wenn das Tor fällt. So, Katastrophe, ne? Jetzt gibt es bei mir Freistoß. Safe. Aber hat Juve überhaupt so eine Live-Karte? Ich glaube nicht mal, dass die eine Dings haben, ne? Egal, kriegt Ronaldo immerhin keine Special-Karte. Ich habe eigentlich gedacht, dass Ronaldo heute wieder so einen Moment hat, wo er 3 Tore machen kann. Ging der. Ich habe das gerade nicht gesehen. Ging der Freistoß direkt rein? Gerade hier auf das Pack geguckt. Ja, wer hier spoilert? Was für Elferschießen, Digga. Bei 3-2 gibt es kein Elferschießen, Junge. Auswärtstorregelung. Digga, das war ja sowas von Lost von Chesney. Ich sehe das ja gerade nochmal. Der muss den hier halten. 100%ig muss er den halten. Das war ja schlecht. Ja, jeder, der jetzt hier Ergebnis rein spoilert, der wird getimebannt. Okay, Nico seins weiß ich, dass das nicht spoilert. Was ist denn hier los? Die Server gerade ausgeschaltet bei ESports. Oder ist mein Stream aus? Sag mal her. Nee, bei mir sah es grün. Digga, start mal neu, Jung. Oder, Volkan? Ah, okay. Hier ist er mal wieder am Können. Nico, was für Office ein Timeban, Junge. Gib mal einen Daumen nach oben, Freunde. Bei 77 Likes machen wir erst Gewinnspielen. Das liegt nur am Button. Das ist das Wappen. Elfmeterschießen, Junge. Michael. Auswärtstorregelung, google das mal, es gibt kein Elfmeterschießen. Mein Güte.
das Porto gönnen, ja, ich eigentlich auch. Aber ich würde es auch dem Ronny gönnen, sag ich, wie es ist. Aber ich glaube, ist er überhaupt schon mal ins Halbfinale mit Juve gekommen? Ich glaube nicht, oder? Also überhaupt. Immer Achtelfinale, glaube ich, rausgeflogen mit Juve. Wäre mal bei Madrid geblieben. Bayern ist ja schon safe weiter, ja, denke ich auch. 3-2 Juve, 4-4. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Aber ich, ja, ich diskutiere gerne mit so Leuten, die nicht mal wissen, dass es Auswärtstorregelungen gibt. Alles klar, also. Alles klar, nee, diskutiere ich gerne. Highliner, was geht ab, Junge? Grüß dich. CR7 kaufen. Ich würde die Woche einkaufen. Also, der Top runter ist so gut. Wer Team Pro kaufen will, kann eigentlich einkaufen, ne? Also, wie Lever Dortmund zerstört hat. Ja, der zerstört viele Teams, ne? Der ist halt der beste Stürmer der Welt. Und dann kann man das ruhig mal machen, ne? Glück für Bayern. Juve sehe ich nicht als so gesehen. Wäre nicht krass gegen Bayern, denke ich mal. Auch wenn die Ronaldo hätten. Damals Madrid war immer eklig. Madrid war immer eklig, da so 2014 bis 2017 oder so. Da, das war schon sehr, sehr ekelhaft, ne? Das war so. Da war halt auch oft Skandalspiele dabei, wo der Kasai da, keine Ahnung, mit den Madrid-Spielern in der Kabine gefeiert hat und alles. Da, das waren schon Sachen dabei, ja. Ja, besser ist das schon, klar. So, Porto vom Papier deutlich leichter. Ein Walkout, ich bin ehrlich, diese 81 plus Packs, die sind so katastrophal schlecht, Torwart. Warum antwortest nicht? Weil hier du als einziger reinschreibst, deswegen antworte ich dir nicht. Weil hier 10.000 Leute reinschreiben. Also so eine Frage, ne? Wenn's Elfer, ja, es gibt keinen Elfmeterschießen, der ja. Ey, was sind das für loste Leute, die hier denken, es gibt Elfmeterschießen gleich. Der, dieser Saar, dass der überhaupt Profi ist, der ja. Ich bin ehrlich, stell mich dahin. Muss mich zwar nach 40 Minuten auswechseln wegen Wadenkrämpfen, aber ich mach das nicht schlechter. Ich mach das nicht schlechter. Gibt doch Auswärtstorregel. Ja, das wissen anscheinend manche nicht. Stimme mit der, ich bin endlich schwer. Also, wer das denkt. Digga, die Packs sind auch Katastrophe. Guck mal, ich bin ehrlich, so, das wäre halt geil so. Auf Twitch könnte man halt jetzt, wenn ich auf Twitch streamen würde. Könnten wir uns einfach die Spiele gemeinsam so angucken, wird schon bocken. So, auf YouTube kann man nicht angucken, Skandal. Shirex, Junge. Stich als Gegenspieler hätte, würdest du schnell mal einen Rasen küssen. Streamer auf Twitch, so Song Battles. Wahrscheinlich, Kollege. Mach doch Twitch. Ja, ich habe auch Twitch, einen Twitch-Kanal, aber. Ja, ich würde dann meinen YouTube-Kanal vernachlässigen, was auch nicht gut wäre.
Der, soll ich euch erzählen, so, wo ich Abwehrspieler war, wenn ich keinen Bock hatte auf Laufduell, ich habe den Stürmer einfach umgeschmissen, so, oder Gehfehler. So, das waren so 20 Meter aufs Tor oder 30 Meter. Ich hatte keinen Bock, habe einfach umgestumpft. Einfach umgestumpft oder Gehfehler gegeben. Ja, Schäbex, Glückwunsch. Ich habe halt mit einem, keine Ahnung, 10K-Team gefühlt gespielt, ne? Twitch und YouTube gleichzeitig streamen, ja. Am besten auch noch auf 10 anderen Plattformen gleichzeitig. Nee, wenn dann auf einer Plattform. Das ist krass, das Spiel ist aus. Denkt ihr, dass dann Ronaldo überhaupt einen Totz kriegt? Meister wird er nicht? Sind die im Pokal noch dabei, Chat? Er ist mit Hinter. Hinter, genau. Oh, Walkout! Brasilien! Ah, gönn doch Neymar. Casemiro. Ja, Finale. Ah, okay. Oh, gutes Pack. Casemiro, gucke. Gutes Pack. Gutes Futter. Also ist Pro geworden. Die Juve-Mannschaft ist einfach schlechter wie die Madrid-Mannschaft damals. Das muss man einfach sagen. Oder? Chat, was meint ihr? Also Real Madrid damals, 2015, 2016 so, die waren ja geisteskrank. So, und Ronaldo, der passt doch zu keinem Verein besser wie zu Real, so. Das muss man einfach anerkennen. Aber krass für Porto. Ist nice. Haben die nicht letztes Jahr auch irgendjemand krassen rausgeschlagen? Ich weiß nicht. Aber man sieht ja, Juve, vielleicht hat Juve so gesehen sogar das teurere Team wie Real damals, aber die passen anscheinend nicht so zusammen, ne? Weil, ja, sonst würden die ja nicht so schnell rausliegen. Und in Liga sind die auch nur, keine Ahnung. Ah, macht ein 83-Upgrade, okay. Lukaku wird safe einen Tots bekommen, ja. Der wird sich dann steuern, wie wenn ich in FIFA wäre. Der wird nicht laufen. Ja, hat gerade im heftigen Umbruch. Hallo Kaku, kann man jetzt spielen? Ja, war das beste Team seit 20 Jahren. Es war auf jeden Fall sehr krass, das Team, ja. Nexo, grüß dich. Mama. Was sagt ihr, lohnen sich so Packs? Ich bin mal gespannt, was denkt ihr, was für ein Event am Freitag kommt? Oder ist das schon sicher, Chat? Ich weiß gar nicht so. Habt ihr eine Idee, was da kommt? Ui, ui, ui. Ja, das war Spaß. Lukaku ist krass und echt, aber in FIFA ist er eine Mülltonne, ne? Good Birthday. Winter Upgrade niemals. Ich meine, ist schon bestätigt. Ich würde sagen, es ist, ich habe aktuell so gar keinen, so nicht, guck mal, so richtig Bock auf FIFA, so sag ich euch, wie es ist so. Deswegen streame ich auch nicht mehr jeden Tag, weil ich mir so nicht Bock habe auf das Spiel. So. Sagt wieder Paris und Bayern Champions League-Finale. Paris schwer, Bayern, ja, kommt halt auch drauf an, ne? FIFA ist tot. Ja, kann man unterschreiben, Digga. FIFA ist schon. Ja.
Gerade schaut den Markt an, wie der am Arsch ist, so. Ist ja nicht normal. Macht selbst Menü wenig. Es gibt halt auch nichts, was du grinden kannst. Guck mal, FIFA 19 war jetzt ein R9 SBC da. Ein Maldini SBC, ein Hullet SBC. Jetzt kommt ein Peugeot. Ein, wer war, ich weiß nicht mal, wer die anderen zwei Mülltonnen waren. kommen drei Mülltonnen SBCs, wo du denkst, Alter, was willst du mit denen? So, was will ich mit den Icons? So ein Peugeot, stellst einen goldenen Varan hin, ist besser. Ne? Gehen die Tottis runter. Die ganzen Leute, die Packs ziehen. Weil die denken, oh, Packs, du ziehst ein Pack und kriegst noch ein Pack. Rentiert sich, oder halbe Münzzahl, so. Und die verkaufen alles, ihr seht das ja. Selbst die Tottis sind ja runtergegangen. Kommen noch kranke Icon SBC, Pelé oder Puskás, vielleicht einen Monat vor Ende oder so. Ich weiß es nicht, die sollten mal jetzt kommen, ne? Das ist, ja. Ich finde das schade so. Das mit den SBCs ist so geil gemacht eigentlich. Guck mal, du kannst ja machen so. Das kann aber nicht sein, dass Leute da für den R9 Moments 2000 Euro zahlen, dass du den reinstellst. Die Leute sind ja dumm, so, die das kaufen, so. Hä? Prime, ich weiß nicht, wenn du mir geschrieben hast. Ich guck jeden Tag, also schreib mir einfach nochmal. Hashtag Discord, ich antworte eigentlich jeden. Ken Walkout. Guck mal, ich bin ehrlich, mit den Rewards haben die uns auch gefickt. Mit den Food Champions Player Pick Dingern da. Damals noch. Wisst ihr, was ich für krasse rote Player Picks gezogen habe? Ich habe Messi in Rot gezogen, 99. Ich habe Nainggolan, Mertens. Wisst ihr ja noch, was ich für krasse Spieler gezogen habe? Ein 85er Kanté damals in Rot. Heftige rote Karte, so monatlich. Du hast, wenn du Gold 1 jede Woche geholt hast, hattest du monatlich automatisch Elite 1 so. Oder ich glaube 21 Siege, 22 Siege hast du im Durchschnitt gebraucht. Hat jeder geschafft, bis auf Shirex und Hooligan im Chat. Also denke ich mal. Hey, Spaß. Das ist das Ding. Okay, Bender hat da investiert. Hey, das fand ich geiler. Und jetzt kriegst du so zwei Player-Picks da, wo du denkst, was sind das für Leute so? Oh, was hast du bezahlt für den? Zeig mal bitte den Preis. Boah, ich hoffe, du hast einen guten Preis mitgenommen. FBG, ich würde warten, wenn du in die investieren willst, geht Donnerstag zu Rewards rein. Sollte bis dahin keine SBC kommen, werden die Nummer 2K runtergehen. Shirex, ich hab mit einem 5K-Team gespielt, aber egal, du Bot. Du hast hundertprozentig mit einem teureren Team gespielt, aber egal. 100K für Melu, boah, das ist teuer. Das ist teuer. Das ist teuer, was kostet er noch? Packs habe, soll ich die gut sehen, soll ich dich einladen? Shirex, komm mal ab die stille Treppe mit dir, du selber drei Schwitze. Erzähl mir nix. Shirex soll mal bald als Mod entfernen. Hooligan will seinen Platz als einziger Bot auf dem Kanal haben. Sehen CL, CR7 raus aus der CL. Ja, ich habe das gerade nebenbei noch geguckt. Sasa, moin. Mach die 77 Likes voll, Freunde, dann machen wir erste Gewinnspiel. Ja, der ist gut, der Boy, der Diatta. Den kannst du zocken. Der Chris, bei mir sah es fertig, hoffe bei dir auch. Kann ich einladen? Natürlich kannst du mich einladen. Was denkst du, was geht Diatta hoch? Das ist eine gute Frage. Der geht morgen out of packs. Es könnte ein Ben Yedder Player of the Month kommen, der hat einen grünen Link. Könnte locker auf 150, 160k gehen.
in Mbappé vor 2 Wochen gegangen, gutes Invest. Joa, da so schön 200k pro Mbappé Minus gemacht. Wie viel für 85er Zahn? 15k. Aber keine Torhüter. Guck, dass du Gnabry, Sané so für 15k kriegst. Wenn du die dafür kriegst, ist das bombastischer Preis. Sollte man 84 investieren, wenn man die für 7k kriegt, kann man die Donnerstag auch mitnehmen. Ich habe mir den nicht angeguckt, Elastico. Ich habe seinen Wert, also ich habe die Karte gesehen, aber seinen Ingame-Wert habe ich schon nicht geguckt. Können wir mal gucken. Nur ein 91er Rating hat. Ach, die Ratings sind bei EA so wie die Server. Unberechenbar. Sollte man Diatta mitnehmen? Ich finde den zu günstig. So, ob du den mitnehmen willst, das muss jeder selber wissen. Ich habe mir 5 eingepackt. Matthäus kaufen, Adrian. Ich würde halt noch warten. So. Umso länger du wartest, umso billiger kriegst du ihn. Aber du musst halt wissen, so, wenn du eh denkst, du verkaufst nicht mehr, kaufen am Sonntag. So, wie lange gehen meine Listen noch? Wir starten auch gleich mal das erste Gewinnspiel, 10 Minuten. Wir machen auch heute hier Live-Trading im Stream, Freunde. Also, dass ich für einen von euch die Liste voll mache. So, wo spielt der? 2. englische Liga, ne? Aber ich muss die hier rausmachen, ne? Die sind so grauenhaft. Goldener Davis, was ich für Mülltonnen in der Weekend gespielt habe, das war ja brutal. Kann man ja echt nicht spielen. So. Martin, hau rein, Jung. Korrekt, dass du am Start warst. Schon schön eine gute Nacht, Jung. 4-4 hoch, hoch. Sieht krass aus, ne? Shadow, 6er spielen. Kann man spielen. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Der Armstrong. Sieht auch gut aus. Und der kriegt noch plus 2. Kriegen das, sind das alles so Karten, wo Upgrade kriegt? Ah, nee, nur der Armstrong, okay. Ja, ja, ich habe das Juve-Spiel gerade neben noch offen, neben dran geschaut. 2 Sterne Wiegfurt ist halt ekelhaft, ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Ferdinand hast oder, keine Ahnung, irgendeinen anderen Engländer, der sieht schon geisteskrank aus. Boah. Boah, der sieht schon böse aus, ne? Mit Rashford und Walker zum Beispiel denken. Der sieht schon böse aus. Oder den als... Ich mach den, glaube ich, spiele den als Innenverteidiger. Was muss man machen für den? Ich wechsle den safe ein als Innenverteidiger. Schnuten bei mir sah es fett. Grüßte schon. Also Klausuren, dies, das geht alles vor. Also ihr sagt, pusht euch da. Es geht alles vor, so was ist wichtiger wie Stream schauen. Bronzespieler verkaufen sich nicht. Wie viel hast du denn geholt, Jung? So. Wann dich einladen, wenn ich dein PSN am Ausrufezeichen PSN. Wo ist dein Team? Mein Team ist aktuell auf der Transferliste. Einfach UV drauf und aus Rage hatte ich ja Ronaldo, Lahm und Mbappé und Davis einfach für Maximalpreis und 3 Tage reingestellt. Die sind da hinten. Gehen noch 2 Stunden 30. Zeig mal dein Team. Das ist halt auf der Transferliste, ne? Kann ich kurz zeigen. Zamprotta. Lozano. Neymar, Neuer. Ach so, ich war noch Party. Bin gar nicht mitgekriegt. Jo, hau rein, Volkan. Alaba. Okay, 6 Minuten geht Liste noch. Ja,
und die vier Jungs da hinten. Ne? Was kann ich investieren? Non-Vers für 400. Guck mal, Chat, ich zeig euch, wie ihr die. Den Dings, die anderen kann man eigentlich wegmachen. 14,7. Du hast ja wirklich wieder 100. Danke für die Pause. Ich denke, habt ihr gut getan, Cherex. Du hast wirklich 100 wieder. Hätte ich ein paar mehr kaufen sollen. Schade. Ah, 7,45. Du 81 Infos für FK kriegst du sehr für 10k, wenn du bietest, würde ich schon mitnehmen, ja. Wir gehen PSG-Spieler morgen. Das kommt drauf an, was sie hier morgen bringt. Wenn die nichts bringen, sind die auf Abstoß. Das sind ja 60, das ist weg für 7,45. Jetzt was zum Bieten von dem. Wow. Den würde ich mir noch holen. Der für einen sympathischen Preis reinkommt, schnappen wir zu. Müssen die eigentlich wieder Sherex, Digga. Also die sind ja jetzt 250k oder so beide getroppt. Das würde mich echt wundern. Wir starten jetzt das Gewinnspiel in der Zeit. Gehen wir bei dem Boy hier rein. Und gucken mal, ob er was Packs für uns hat oder ob er uns verarscht. So, Freunde. Wie gesagt, wir machen über Shareplay, PS4, Trading. Wer Bock hat, fülle ich kurz so ein bisschen die Liste auf. Wer da Bock hat, beim Gewinnspiel mitzumachen, ist relativ einfach, was ihr machen müsst. Hashtag Win reinschreiben, Freunde. Daumen hoch geben, mich abonnieren. Und das Wichtigste natürlich die Trading Crew abonnieren. So, zeige ich euch natürlich, wie das geht, Freunde. Relativ einfach. PS4 ist wieder komplett am Auslassen. Hier geht's zur Crew. Rexinho, Reflex und Rado. Ihr müsst die drei Jungs abonniert haben, sonst könnt ihr nicht teilnehmen beim Gewinnspiel, Freunde. Wie gesagt, habt ihr einmal die Jungs abonniert, könnt ihr bei jedem Gewinnspiel in Zukunft mitmachen. Relativ einfach. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne reinschreiben. Dann würde ich mal sagen, switchen wir. Kriegt ihr den Platin-Boss in Big Position. So, gucken wir mal. Was der für uns hat. Heute mein Verein gelöscht, 800 Euro reingesteckt für so einen Schmutz. Boah, hätte lieber 800 Euro gespendet in mein Stream, Digga. Ja, los, Alberto gezogen ab aus Baby. Ja, weiß ich noch, Kian. Werner auch rein. Wenn es euch gefällt, Freunde, lasst uns gerne die 100 Likes vormachen. Okay, willst du reden? Kann er reden, der Junge? Gerne, ob der reden kann. Wenn ja, würde ich Headset holen, wenn er reden kann. Weiß nicht. Stress Markus? Auf jeden Fall hat der Boy Packs. Packs. Hallo? Na, okay, anscheinend kann er nicht reden, oder? Nö. Dann start rein in die Packs, Junge. Viel Erfolg. Aber aus meinem Icon Pick Vira Prime, GG. Wie gesagt, wenn ihr gewinnen wollt, Hashtag Win, Freunde. Kannst du mir helfen beim Trainen, bin los, mach beim Gewinnspiel mit. Vielleicht gewinnst, dann fülle ich dir die Liste auf, wenn du gewinnst. Wie gesagt, einfach mitmachen, leichter kann man nicht gewinnen, also leichter kann man nicht mitmachen. Müsst halt einfach Glück haben, ne, dass sie gewinnt. Du Icon Swaps Belohnung mitnehmen. Aber es kommt drauf an, was man für einen Verein hat. Italiens Schmutz. So, das kommt drauf an. Wenn du sagst, du bist eh Multimillionär, vielleicht das oberste Pack oder du nimmst die drei Packs damit.
So, das ist, glaube ich, am sinnvollsten, wenn du diese drei Packs da mitnimmst. 81 plus, 82 plus, 83 plus. Ne? Soll ich all in CR7 gehen? Ja, wenn man 10 Coins hat, ist das schwer. So, Berto am billigsten. Ja, der wird heute Morgen billig sein. Donnerstag, Freitag wird er wieder hochgehen, denke ich mal. Oh, Marquinhos, noch 2K. Mach ein paar Silberspieler noch drauf. Kannst hier noch mal 13 oder so holen. Ne, also. World to the Final Alaba verkaufen. Wenn Bayern 1-0 macht, denke ich mal, würde ich schon verkaufen. Also gegen Lazio. Und du wartest halt noch länger. Weißt ja nicht, was dein Einkaufswert ist. Wo du zufrieden wärst halt. So. Ich spamme genau wie der Shirex reinschreibt, nicht spammen. Ihr könnt nur einmal vom Bot erfasst werden. Ja, und da spammt der nächste hier 10.000 Mal. Also meine Güte, manche Leute braucht die Coins nächste Zeit. Ja, dann verkauft er es bei 700k. 400k Gewinn, verkauft. Datum, was geht, grüß dich. Komm, ein Walkout noch. Hier ist Bones. Wie gesagt, Freunde, beim Gewinnspiel mitzumachen, ich werde über SharePlay für einen von euch traden. Daumen hoch geben, mich abonnieren, die Crew aus der Stream-Beschreibung abonnieren und Hashtag Win reinschreiben. Wenn es euch natürlich gefällt, ihr neu seid, könnt ihr auch sehr, sehr gerne ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Basti, hau rein. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Junge. Oh, Walkout. Bei ihm gönnen die Packs ein bisschen, muss man schon sagen. Deutsch. ZDM Kimmich immerhin. 88, ne? Seppix, danke für dein Abo. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank. Walker Inform. Was mit Walker Inform, Digga? Muss schon einen Satz schreiben, Digga. Chirex und Mertens What If. Hat Chirex What Mertens What If untauschbar. Ja, die Bots kriegen immer die besten Karten gegönnt, ne? Na. Da. Chirix, schick mal dein Team. Ich will mal wissen, was du für ein Team spielst. Schick mir mal dein Team. Wollen wir können auch heute ein bisschen Teambewertung machen. Habt ihr Bock, Freunde? Eigentlich können wir so ein bisschen Teambewertung auch drüber schauen. Habt ihr Bock? Könnt mir eigentlich Teams schicken, wer Bock hat. Ausrufezeichen PSN. Haben wir schon eigentlich lange nicht mehr gemacht. Wollen wir das machen, Chat? Können wir auch ein paar Teams bewerten. Auch ein paar Packs. Lad mich gerne ein, Highliner, yo. Lad mich gerne ein. Wie gesagt, Hashtag Win, Daumen hoch geben, mich abonnieren und die Crew aus der Stream-Beschreibung abonnieren, um beim Gewinnspiel mitzumachen, Freunde. 7.900 FIFA Points hat er am Start, das sehe ich jetzt erst. Mit Vidiata wird if steigen, der ist schon wieder gestiegen, 12k oder so. Er kostet schon wieder 100k ungefähr. Ich habe die ja für 91, 92, 93.000 maximal mitgenommen. Boah, stabiles Team, Jung. Stabiles Team. Gefällt mir. Gut aus. Hab in Bernhard investiert, top oder flop. Das kommt drauf an, ob du vor dem Crash oder jetzt investiert hast. Wenn du halt vor dem Crash investiert hast, war scheiße. Wenn du halt jetzt investiert hast, perfekt. So.
Aber jeder hat Minus gemacht. Jeder, der tradet, hat Minus gemacht. Der Montag gestern, oder besser gesagt, vorgestern ist ja jetzt der Mittwoch seit ein paar Sekunden. EA Sports hat jeden Hops genommen, am Montag das zu bringen, der ja. Ich will nicht wissen, wie viel meine Liste gesunken ist, so von der ÜV-Liste. So. Ich habe da Karten drauf, die sind 10.000 gefallen, so 12.000 gefallen. Ne? So. Ich habe 900. Ich habe mit Ronaldo allein schon über 1 Million Minus. Also wenn ich verkaufen würde, ne? Wenn ich mein Team verkaufe, ich glaube, ich mache 3 Millionen Minus. So, es ist halt normal so, dass irgendwann mal der Markt runtercrasht. So, aber die steigen auch wieder. Also ich würde jetzt nicht verkaufen, sage ich, wie es ist. So, haltet, die werden wieder anziehen. Spätestens Donnerstag werden wir wieder ein leichtes Hoch merken. Hundertprozentig. Marktwert zwischen 400k. Ja, jeder hat Minus gemacht. Wie gesagt, jeder hat Minus gemacht. So, das kann geht gar nicht anders. Ja. Spiel der Typ, bei dem du drin bist, Regulon als IV. Ich denke mal schon. Ich jetzt verkaufe Minimum 3 Millionen. Ja, aber guck mal, für was spielt man das Spiel so? Natürlich, um so Karten zu spielen. So, da denke ich mal, mir ist, sag ich, wie es ist, so, ob ich dann am Ende da 100 Millionen stehen habe. Oder 150 Millionen, so was möglich dann wäre. So, wenn ich immer all in Informs investieren würde, dann hätte ich auch schon viel, viel mehr Coins. So, aber ich will ja auch ein paar Spieler testen, spielen, die Stars. So, wisst ihr, was ich meine? So, deswegen geht schon klar. Danke, ich bedanke mich bei dir, Jung. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus hier. Na, Kings, ich nenne dich einfach King, nenne ich dich King Pass. Danke für dein Packs, Jung. Also, wie gesagt, stabiles Team auf jeden Fall am Start, gefällt mir gut. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team. OP-Schwitzer Team, sieht gut aus, kann man zocken. Kein Minus gemacht, mein ganzes Team ist untrade. Ja, wenn du kein, nicht tradest, keine UV-List hast, dann ja. Aber ich, guck mal, man muss halt auch so sehen. Die UV, ah, hier spielt er, okay, hier hat er nochmal gezeigt, wie er spielt, okay, er spielt Regulon als IV, okay, danke auf jeden Fall, Junge, vielen, vielen Dank für dein Packs, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, wenn du das hier siehst und hörst, Kuss geht raus, Digi, vielen, vielen Dank, die 84er circa steigen, es kommt drauf an, was kommt, so, wenn nichts kommt, werden die Donnerstag 6.500 kosten, so. Kann auch natürlich sein, dass viele einkaufen, dass die dann nur auf 7.000 runtergehen, aber die sollten. Wir schauen mal. Meine Liste ist jetzt eh ausgelaufen. Ja, eine Karte verkauft, korrekt. Ich sage ja auch, Verkäufe sind Katastrophe so. Ne? Inter Refresh wird dies ja nicht mehr kommen. Wir schauen uns gleich Teams an. Was kosten denn die 84 aktuell? Also wenn ihr Top 84 für so 7.500 kriegt, könnt ihr schon mitnehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie noch weiter runter droppen. Die sind die TOTW, bald habt den 2 Millionen investiert. Der ist ja noch im aktuellen TOTW. Der wird ab morgen anfangen zu steigen, weil er da out of packs geht. Ne? Milan gleich, ja. Ein Verkauf, ne? Das ist halt nicht gut, ne? Weil man kann mir jetzt so ein Orsic habe ich gekauft hier. Die sind alle runtergebrochen, die ganzen Karten. Das ist halt normal. Alles ist ins Unermessliche gesunken. Ich muss die vielleicht auch alle mal verkaufen dann. Gucken wir mal. Ich werde auslosen. Okay, Champions die Karte noch verkauft für 1-3. Man denkt 83, wenn der SPC kommt. Brauchst eine TOTW, SPC, dann steigen die. Guck mal, wer fällt mir ein? Wenn ihr den hier für unter 8.000 kriegt, ist eigentlich schon perfekt. Ist schon fast. Also, guck mal, so ein Saul ist wirklich so eine Karte. Könnt ihr eigentlich immer blind einkaufen? Meinst du Juve gegen Porto? Ich habe nicht viel vom Spiel geschaut. Ich habe nur Verlängerung eigentlich geguckt. So. Aspas ist da unter 8.000, Aspas auch gut, ja.
Ja, wenn ihr so Spanier für unter 8K, Aspas teuer, unter 8K kriegt, könnt ihr die immer mitnehmen. So, wen gibt es noch 84er, der es gut ist? Der wird aber nicht unter. Süle ist halt perfekt, ne? Süle wird halt bei 10 sein. Boah, ja, kann man vergessen. Niemals würde ich ihn für 13 kaufen. Dann gibt es noch 84er. Es gibt da auf jeden Fall ein paar Kandidaten, die richtig interessant sind. Also, wir ausmachen mal wieder an. Kein Ding für den King. So, ich will jetzt auslosen, Freunde. Wie gesagt, wir werden später noch ein, zwei Gewinnspiele auf jeden Fall machen. Zack, gewonnen hat mit der Schröder. Ist bis am Start, Junge. Wenn ja, schreib gerne deinen PSN-Namen rein. Isco, ja, Isco. Generell, die Spanier sind immer sehr, sehr beliebt für die ganzen SBCs. Isco, den unter 8K kriegt. Perfekt. Ja, könnt ihr einkaufen, wenn ihr unter 8K kriegt. Fernandinho ist auch Innenverteidiger, wird teurer sein, Fernandinho. Boah, warum werde ich jetzt rausgekickt? Guerrero ist auch gut von Dortmund, ja. Pizzi gut, Digne gut, ja. Es gibt so viele gute, so, die man einkaufen kann. So. Also ihr habt ja so viele Varianten, was ihr einkaufen könnt. Ich warte aber noch, weil ich will am Donnerstag Informs kaufen. Also ich hoffe, da kommen morgen ein paar Informs, die interessant sind. Jawohl, kann auch rein. Schönen guten Nacht, Junge. Also Schröder ist was geschrieben. Ich gebe eben noch 30 Sekunden Zeit, was zu schreiben. Azpilicueta, perfekt. Ja, wenn du Azpilicueta für 8K kriegst, perfekt. Rechtsverteidiger Chelsea, Spanier, der ist perfekt, ja. So, dann losen wir nochmal neu aus, wenn der nicht nichts reinschreibt. Ja, dann losen wir auch neu aus. Selber schuld, wenn er durchzieht. Gewonnen hat der nächste Yunus L. Schreibt dein PSN-Name oder lad mich einfach ein. Ausrufezeichen PSN, Junge. Wie viel wird ASPI mindestens gehen? Ich muss gucken, so. Ich weiß die ganzen Preise natürlich nicht auswendig, wie die aktuell stehen. Aber wenn ihr den, wenn du so eine Karte für 7.500 oder so kriegst, kannst du schon mitnehmen. Ja, ist halt aktuell bei 9K. Guck das Ding für unter 8. Unter 8 ist ja schon ein guter Preis, ne? Jonas, lad du mich ein, Ausrufezeichen PSN, Junge. Und Motzen auf Weltreise. Ja, ich habe den letzten schon ein paar rausgeschmissen. Also fällt euch gar nicht auf, weil die eh nicht da sind, die ich rausgeschmissen habe. Digga, wenn ich gegen den in der Weekend League verlieren würde, ich denken, was ist das für ein Spaß? She has a big ass. Ja, ist klar, Digga. Junge, Junge. Shirex sein Bot-Team geschickt. Hat der schon mal geschickt? Okay, der hat schon mal geschickt. Alles gut hier. Teambewertung. Am besten schreibt immer dazu, wie viel Coins ihr habt, sonst bringt mir das nichts. Wenn ich jetzt hier sage, keine Ahnung, 1 Million Spieler, du hast nur 50k, ist schwer, ne? Deswegen schreibt immer die Preise dazu, Freunde. Schreibt immer die Preise dazu, weil sonst kann ich nicht bewerten. Schreibt die Preise bitte dazu. So, Highliner, gucken wir mal an. Highliner eigentlich immer krasse Teams am Start. Boah. Ja, Mondi halt noch verbessern. Aber Varane braucht halt grüner Link, ne? Für dich wäre halt echt mal eine Mondi-Special-Karte sehr gut, ne? Noch einmal ein Einbruch kommt wegen Packs plus Promo. Bei den Rating-Spielern auf jeden Fall, bei einem Spieler wie Mbappé, Neymar, denke ich, dass die Donnerstag hochgehen werden, ne? Die da viele kriegen da Münzen, viele wollen da einkaufen. Ich mache dir die Liste kurz voll, also so 20, 30 Plätze, Jonas. Mondi ist aber nicht schlecht, ja, aber für das Team ist er schlecht. So. Also für das Team vom Budget her ist er schon schlecht, so. Das ist die nächste Karte, die verbessert werden muss. So. Natürlich ist er kein schlechter Spieler. Kein Fall für 5K oder was er mittlerweile noch kostet. Überragende Karte, aber da brauchst du irgendwann mal eine Special-Karte von dem. So. Hat er eine 85er-Karte,
Sagen wir, die kostet 400.000, 500.000. Kannst ja easy kaufen. Sonst ist das Team perfekt. Adrian kennen wir auch schon. Bitte so Teams nicht schicken. Bitte so nur über PSN. Carlos Alberto spielt der. Den will ich ja kaufen. 30k, was soll ich traden und wie? Mach mal Ausrufezeichen Silber und schau dir die Methode an oder schau mein heutiges Video an. Zwei Optionen hast du da eigentlich. Also heute das Video schauen oder in den Chat Ausrufezeichen Silber machen. Was allein Rot ist halt auch schon sehr, sehr stabil, ne? Meine Nachrichten per PSN nicht angezeigt. Vielleicht habe ich dich blockiert, wenn du mich zugespammt hast. Boah, wie viele mir jetzt hier schreiben, ne? Danke, Yannick. Freut mich, dass dir gefällt. So. Yunus, lad mich mal Party ein, Jung. Team geschickt. Ich kenne dich doch, oder? Wissen. So viele geschickt hier. Ja, der hat schon ein paar Mal geschickt, okay. Da bin ich vertraut, wenn ich weiß, dass ein paar geschickt haben. Alle so geisteskranke Teams. Rechts so ein Garincha Prime. Boah, jeder Team nicht geisteskranke Team. Einzige, der alles verschwommen sieht. Stell mal die Qualität hoch, Junge. Ja, Teambewertung. Habe ich gesagt, kann man schicken. Wenn du schicken willst, Philipp, schick gerne. Schreib deinen PSN-Namen rein. VIPs, Mods werden eh vorgezogen, wenn ihr wollt. Ihr sagt, die werden eh vorgezogen. Tja, was willst du verbessern? Ich will Torwart ändern, aber sonst ist das Team perfekt so. Walker, Neymar, Garincha, MOP, tauschbar, Mbappé, Walker, als IV. Ja. Soll ich die Party einladen für Shareplay? Dass ich dir die Liste voll mache. Wenn du darauf keinen Bock hast, mach ich gleich noch einen anderen. Lohnt er sich? Bruno Totti. Boah, du hast die SBC, würde ich nicht machen, Digga. Die SBC reicht doch von dem. Würde ich anders upgraden, sag ich dir, wie es ist. Würde ich nicht machen. Hol lieber Ronaldo in Form. Oder? Also. Musst du wissen. Oder Maldini 92 in die IV oder so. Aber musst du wissen. Ich würde es nicht machen. Du hast die SBC eh untauschbar. Hättest du den nicht, würde ich sagen, okay, aber so ist es ja schwachsinnig. Ne? VfB Gamer kenne ich auch. Auch Ehrenmann. Auch oft am Team senden. Boah, wenn ich das schon sehe, was da. Antwit van der Sadessa, Eli Lever und Petit dann 8 Millionen plus Erlös. 8 Millionen hast du noch und das Team. Tschüss, Digga. Antwit van der Sadessa, Eli Lever und Petit. Digga, ich schwöre, ihr habt alle bessere Teams wie ich. Das ist ja ein Skandal. Wie geht da, macht mein Trading-Methoden mehr wie ich selber wahrscheinlich. Das ist ja brutal. Das ist wirklich brutal. Das ist ja geisteskrank. Ja, ich würde Ronaldo holen. So. Also, wenn man jetzt Ronaldo für 7,5 Millionen oder so kriegt, ich würde den holen. So, aber okay, ist bei dir schwer einzubauen, ne? Weißt du, der will, was hat der hier geschickt? Wow, guck mal, wie lange er hier schon am Start ist.
Wow, damals schon EA Sports Account oder was? Okay. War schwer, aber ich würde schon irgendwie Ronaldo einbauen. Ronaldo ist wieder bei 8, der steigt sehr gut. Der soll auch wieder steigen. Schnau ehrlich, ich glaube, wenn er über Chat, ich weiß nicht, ich denke schon, dass ich ihn bald verkaufen werde, mein Ronaldo, wenn er wieder über 9 geht. Ich denke, der geht wieder über 9. Aber der kriegt auch safe einen Tots. Und ich will ihn bis dahin verkaufen dann. Auch wenn es mich abfacken wird. Ich kann ja in der Zeit einfach mein Dorkless spielen. Ne? Aber der Ronaldo, der wird safe runtergehen. So, auch der neue Davis, die kriegen alle einen Tots. So, die werden alle runtergehen. Sehr 7 einfach für Neymar rein, während beide 7 Chemie. Neymar ist aber zu krass, Digga. Ich würde den Neymar nicht rausschmeißen, der ja sehr schön ist. Vielleicht auch die Abwehr verbessern, Digga. Du könntest halt auch Maldini statt Desailly holen, Vieira statt Petit. Oder du könntest auch Desailly Moments und Maldini 92 in die IV stellen und Vieira auf 6. Das würde ich glaube sogar machen so. Also das wäre glaube ich hier die optimale Verbesserung, weil der Neymar Gold ist schon geisteskrank, den muss man eigentlich zocken. Und ich sage ja, also der ist das wirklich die beste Goldkarte. So würde ich das glaube ich machen. Finde sie dorklich. Ich habe ihn jetzt nicht viele Spiele gespielt. Guck mal, ich habe Weekend League. Ich habe, glaube ich, 2 Spiele gequittet. Also, der hat 5 Spiele, 7 Tore gemacht. Aber du musst dir vorstellen, ein Müller hat doppelt so viele Tore gemacht und die haben beide Doppelsturm gespielt. So, die waren halt nicht gut, ne? Die waren nicht annähernd weiß mit Ronaldo und Neymar. Ne? Danke dir, gerne, gerne. Wie gesagt, hat der Yunus jetzt mal eingeladen. Was ist denn das denn? Oder ich gucke jetzt, ob der Yunus eingeladen hat, wenn er jetzt nicht eingeladen hat. Hat er noch was geschrieben? Ich mache jetzt nochmal ein neues Gewinnspiel dann gleich. Yunus über die Liste vormachen. Du kannst mir auch einfach über Insta schreiben. Ich glaube, das ist leichter. Weil ich glaube, du verstehst nicht, was ich meine. Schreib mal deinen Insta-Namen rein. Schreib mir über Insta, kriegst du einen Investing-Tipp oder einen aktiven Trading-Tipp. So. Einfacher dann. Ne? So. Wie gesagt, Freunde, wenn es euch gefällt. Gerne Daumen hoch geben. Wie ist Müller? Ich finde den besser wie Dorkless, ich bin ehrlich. Viele werden mich jetzt auslachen, aber ich finde den besser als Dorkless, Digga. Der hat wenigstens. Also, wenn du überlegst, du zahlst für die SBC 300.000 und für den jetzt zahlst du 2 Millionen. Ich weiß nicht, ich würde mich da schon eher für einen Müller entscheiden. Und Müller kam mir schneller vor wie Dorkless. Ich verstehe es halt auch nicht. Obwohl der eigentlich 1,73 ist, Müller ist 1,86, ne? Ist da Trixinho von Weltreise zurück? Trixinho habe ich heute noch gar nicht gesehen im Chat. Müller ist auch der Beste. Müller ist halt auch so ein Bockding, ne? Viele werden denken sich jetzt, wie kannst du den abschließen, Digga? Aber, ja. Ja, der ist schon nicht. Wir können eigentlich auch mal so Teams durchschauen von euch so. Yunus, hast du dein Dings jetzt mal deinen Insta-Namen reingeschrieben? Okay, Digga. Yunus, okay. 19D, okay, merke ich mir. Schreib mir einfach über Insta. Wieso Weltreise? Der Schirix hat mir erzählt, dass du mittlerweile in allen Bundesländern und in allen Ländern, die um Deutschland grenzen, in den Mülltonnen rumtauchst. Hat der Schirix hier erzählt. Ich dachte, das stimmt vielleicht so. Der mit dem Fortnite-Lama. Och du Scheiße, Digga. Ja, wenn ich den Namen immer sehe, denke ich immer bei dem ersten Wort an was anderes.
Lama. Philipp, okay, komm, bewähren wir. Ich trau dir, glaub dir jetzt, dass du mir jetzt hier nichts Dummes schickst. 400k. Auch gutes Team. 400k. Thomas vorne drin und mit dem Lever. Das Spiel bockt. Er hat es aber geflunkert. Muss man das verstehen? Na, Trickstände, du weißt ja, der Shirex, der ist schon ein halber Bot, obwohl, ja, 99% halber wäre untertrieben. Denkst du, POT Mbappé kommt? Ich denke, Mbappé oder Benyetta. Ich hoffe für mein Invest Benyetta, deswegen, ja. Ein VfB Gamer, gute Nacht, Jung. Vielen Dank an 160 Zuschauer, Kurs geht raus. Kannst du mal, wir werden noch ein paar Teams gleich schauen. 400k, ich würde glaube ich IV Varan irgendwie holen. Varan irgendwie holen. Verwechsel mich mit Hooligan. Ist das nicht der Bruder von Hooligan, Shirex? Muss man kurz gucken. Ah ja, ja, ja. Ne, Spaß, Shirex, alles gut, Junge. Aber das wäre schon. Ey, Shirex, mach doch mal mit Hooligan und so. So ein Bot Cup, das wäre geil. Ich würde da zugucken. Bot Cup wäre geil. Der könnte auch Linksverteidiger Mondi spielen. Stimmt eigentlich, ne? Der Mukilele ist grauenhaft. Spielt eigentlich, Bot Cup wäre schon geil. Um bei dir zu trainen. Du kannst investieren, wenn du 10k hast. So, du kannst, wie gesagt, 10k reichen. Und dann kannst du gut eigentlich loslegen. Rolf Mittel oder CR7 95er. Ich sag immer Ronaldo, egal welchen anderen Spieler man mir zur Auswahl gibt, immer CR7. Der ist a fucking Maschine, Junge. Ja, Ronaldo ist immer Liebe. Ich bin Ronaldo-Spieler seit Tag 1. So, Yunus. Okay, schreib mir einfach, wie gesagt. Ich muss bei Pro Clubs mitspielen. Wir wollen aufsteigen, Shirex, und nicht absteigen. Obwohl, wenn du dabei bist, halten wir wenigstens Liga 10. Aber tiefer geht's leider gar nicht. Papaikano wäre gut. Boah, will ich nicht spielen. Wenn er, würde ich eher einen Klosterman holen. Oder? Guck mal, der holt links einen Mondi und spielt einen Klosterman Road to the Final. Mach einen hohen Klosterman Road to the Final, wenn er rausfliegt. Nichts investieren. Ich finde die Preise aktuell eh nicht so toll. Also die sind okay, aber ich glaube, die gehen Donnerstag eh nochmal weiter runter. Du hol eher da. Also würde ich sagen, so, wenn du Rating-Spieler kaufen willst. Bavaria, schau ich, Luca. Wie gesagt, VIPs-Mods werden bevorzugt. Wie gesagt, Freunde, wer auch in den Discord möchte, hier entweder Mitglied einlösen oder auf Twitch euren Prime Sub, wenn ihr habt, könnt ihr einlösen. Kommt ihr so gesehen gratis in den Discord. So, gucken wir mal. Joa, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Diesen Diata da rechts. Hier, der Gold Mondi fuckt halt ab, wenn man den sieht, ne? Jo, Philipp, gerne, Jung. Das ist aber auch geil gebaut. Das ist geil gebaut. Aber wie kriegt man diesen goldenen Mondi raus? Wird all in gehen. Das Ding ist halt, aber du verpackst es halt auch nicht komplett alles an einem Tag zu verkaufen, oder? Wie viele Karten hast du da gekauft? Du kriegst halt auch safe einen Verkaufsband. Das ist halt das Ding. Der Yuri, what if? Stimmt, den könnt ihr mal testen, aber ich glaube, Mondi ist schon gut, ne? Alba kannst nicht spielen, Digga. Er hat einen Kinderkörper, der Alba, Digga. Kann man nicht spielen. Wer ist auf Insta? Ausrufezeichen Insta. Wer mir auf Insta nicht folgt, schaut gerne vorbei. Ich poste immer, wenn ich live gehe. Oder wenn ich halt Dings Video hochlade, 5.000, 6.000, boah, da brauchst du safe über eine Woche, denke ich, also 5.000, 6.000, safe eine Woche. Das ist halt, boah, 5.000, 6.000 und du wirst halt irgendwann ein 3-Tages-Band-Verkauf-Band kriegen. Boah, das kann schon echt lange dauern.
Wie viele Spieler kann man verkaufen an einem Tag, bis man diesen Bann kriegt? 1000 ungefähr, aber du kannst am nächsten Tag nicht wieder 1000 verkaufen. Du verkaufst zum Beispiel am ersten Tag 1000, kriegst einen Bann. Nächsten Tag verkaufst du dann 300, 400 und hast direkt wieder diesen Scheißbann. Und irgendwann ist es dann so weit, dass du dann 3 Tage diesen Scheißbann hast. Ich hatte das einmal, da habe ich glaube ich an einem Tag oder war glaube ich innerhalb von so anderthalb Tagen 2000 Karten verkauft und dann hatte ich einfach 3 Tage Bann. Das war richtig Katastrophe. Deswegen will ich eigentlich nicht mehr so dicke Masseninvests machen. Klar, das ist halt wirklich, wenn du halt richtige Sachen kaufst, leichter kannst du keine Münzen machen, so wie dieses Masseninvest, stumpf irgendwo reingehen. Du machst die meisten Coins früher oder später damit, das ist klar. Aber ja, wenn du halt so viele Tausende kaufst, ist halt kritisch. So. Und das Ding ist auch, die SBC, die bringen, die Sachen gehen ja nur 2 Tage, oder? Wie lange gehen sie diese Tage? Wie lange gehen diese SBCs? Das ist halt das Nächste. Wie lange sind diese Karten teuer so? Das ist die Scheiße so. Klar, jetzt waren die mal 5 Tage oder so richtig teuer. Oder sogar noch länger. Aber meistens sind die nur 1-2 Tage teuer. Und da kriegst du keinen 5000 für Karten verkauft. Das musst du wissen, Rado. Wie gesagt, ich möchte dich jetzt nicht animieren aufzuhören, aber das ist halt schwer, die wegzukriegen, ne? Ich würde halt da auch eher in ein höheres Budget investieren. Wenn die Informs passen, so. Also, ja, ich glaube schon. Wundertüte kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die dicke Icon-SBCs bringen. Deswegen will ich Donnerstag entweder in Informs investieren oder in so richtig High-Rating-Spieler. Wenn so ein Oblak richtig gut fallen würde, wie steht denn der aktuell? Boah, immer noch über 100.000. Ist halt geistkrank. Wenn er wieder bei 60-70k wäre. Ja. Donnerstag Icon SBC. Kann sein, wenn die halt wieder oder nochmal so ein Pick bringen würden. Die Preise würden halt hochklatschen, das ist klar. So. Wie viele das sind? Ah, das hat schon viel, ne? Ist doch schon geleakt. Was ist geleakt, Chirex? Stimmt, Oblak hat doch TOTW. Was kostet der Stegen? Und Oblak wurde bestimmt schon 100 Mal abgestoßen. Ja, der Stegen ist aber auch noch unfassbar teuer. Guck mal hier, 85.000 so. Lass Donnerstag nichts sein. Dann kostet er wieder 60k oder 55k. So. Keine Lust für ein PD zum Beispiel Zeitdruck zu haben. Ein Pelé werden die dir einen Monat vor Ende geben, wenn überhaupt. Die werden kein Pelé bald geben. Also, guck mal, was haben die vom Wert gegeben? Pujol, wer waren, sind die anderen Icons? Schreib mal rein, ich weiß gerade nicht, Freunde. Wir gucken uns mal die Preise an. Was die für Müll-Icons? 700k? Wer sind die anderen Icons? Wir starten auch mal das nächste Gewinnspiel, Freunde. Ihr sagt, macht mit, wenn ihr wollt, dass ich über Shareplay für euch trade. Discord, ich kann Team nicht schicken. Wenn du Team nicht schicken kannst, habe ich dich blockiert und das habe ich dann, weil du mich anscheinend mal vollgespammt hast oder so. Mir kann eigentlich jeder ein Team schicken. Wer mir kein Team schicken kann, zu ja. So, wir machen Hashtag. Was machen wir? Hashtag. Hashtag, was machen wir? Hashtag Icon, komm. Hashtag Icon. Chapex, lad mich ein, Highliner, Junge. Hashtag Icon, Daumen hoch geben, mich abonnieren und Freunde, natürlich ganz, ganz wichtig, dass ihr die Trading Crew abonniert. Das ist das Wichtigste, sonst könnt ihr nicht teilnehmen. So, die anderen Sachen sind auch wichtig, sonst kann der Bot euch nicht erfassen. Und keine Angst, Hooligan fangt euch nicht, also keine Angst. Das ist nur der Bot, der Nightbot. Da das Hooligan nicht mehr da ist. So. Da.
So, was müsst ihr noch machen? Wie gesagt, hier die Crew abonnieren. Hier geht's zur Crew in der Stream-Beschreibung. Drexlinio, Reflex und Radu einmal abonnieren. Ihr könnt bei jedem Gewinnspiel teilnehmen. Und ihr tut euch selber einen Gefallen, weil ihr die besten Trader auf ganz YouTube abonniert. Also, Freunde, wie gesagt, macht gerne mit. So, kannst du Pushkas 92 mit Eto 92 vergleichen? Ja, kann ich. Pushkas 92. Hast mich schon eingeladen hier, Highliner, aka Headliner. So, Eto 92, ja. Geht eigentlich. Okay, der ist wieder gestiegen. War vorhin 3 Millionen, habe ich mir nämlich auch angeschaut. Auch wieder hochgegangen. Prime Time, grüß dich, Jung. So. Die Kandidatenliste. Ja, alles gut, Highliner, Jung. Ey, jetzt sind die gerade so, dass ich die nicht hier zuweisen kann. Na, dann machen wir mal noch einen Orsic drauf. Ich habe auch Spaß auf Orsic gewonnen. Den kriegt man wirklich für 15k, ne? Zu brutal. Zu brutal. Perfekte Karte für eure UV-Liste, wer sich gönnen will. Das sag ich euch, was ist. So. Sei mal, ja. Pushkas. So. Arbeitsrate hoch, mittel, Linksfuß. Hoch, gering. 4-4. Ist der Eto schon mal besser? So, Tempo. Eto besser. Schuss. Pushkas besser. Passen. Boah, da ist der Pushkas um Welten besser wie der Eto. Balance ist halt scheiße beim Eto. Physis hat der halt mehr, der Eto. Boah, die sind ja beide gut. Das kommt drauf an, auf deinen Spielstil. Ich denke mal, der Eto, also für meinen Spielstil wäre ein Eto krasser, weil ich oft mal flank, Kopfball stark, physisch stark ist und schneller ist. Aber wenn du halt einen Spieler brauchst, der halt nur schießt und passen kann, ist der Pushkas besser. Also ich würde eher zum Eto tendieren. Ach, Nacho Felipe Anderson schmeckt. Hast du den mitgenommen? Ich habe den nicht mitgenommen. GG an jeden, der den mitgenommen hat. Beide geisteskrank, ja, aber der will ja eher einen von beiden. Wir gucken mal. Komm, wir gucken noch kurz sein Team an und dann gehen wir beim Highliner rein. Ab noch 500k. Eto, okay, okay. 500k, was kostet ein Mbappé? Was kostet ein Mbappé? Du brauchst ja einen Mbappé eigentlich. Ein anderer linkt er ja gar nicht. Und eine andere Formation brauchst du. Mach 4-3-3. Du bekommst safe mehr Chemie. Der hat viel mehr gekostet, Prime. Ich glaube, der hat 70k oder so gekostet. Für 40k oder 30k hätte ich ja auch mitgemacht. Er hat viel mehr gekostet. 70-80k oder so hätte er safe gekostet. Und ja, ich würde Mbappé holen. Mbappé 650, 680. Ja, dann spar noch die paar Coins und hol dir einen Mbappé. Müsste Christian sein, oder? Ich glaube schon. Ich würde dir einen Mbappé empfehlen, sonst eh schwer was einzubauen. Ja, muss eigentlich Mbappé rein. Anders schwer zu blinken, ne? Oder du machst halt den Eto nach links und holst noch ein Mané LS, wäre die billige Alternative, ne? Das wären die zwei Varianten, die du machen kannst, so beim Highliner kurz rein, seinen Packs öffnen. So, Freunde, wie gesagt, Hashtag Icon in die Kommentare, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, Daumen hoch geben, mich abonnieren und in der Stream-Beschreibung die Crew abonnieren. So, okay, danke, gerne, gerne, Jungs. Jetzt kann man 900k investieren. Seltene Goldspieler für 650. Allen, ich werde gleich noch ein paar Teams bewerten.
Ich glaube, ich mache nicht mehr so lange. Warte mal, wie Uhr, Mann. 1 Uhr. Ich muss mir auch dran, falls ich noch live bin, Chat. Schreibt, wenn ich um 2 Uhr noch live bin, also in der Stunde. Habt ihr Erlaubnis zu spammen, nicht listen, dass ich meinen Spieler nicht nochmal 3 Tage reinstelle. Also wenn ich das nochmal mache, dann drehe ich ja komplett durch. Was soll ich denn hier machen? Eyeliner. Oder hast du hier schon Packs geholt? Hast du hier schon Packs geholt, der Boy? Also auch, okay, die Liste ist leer beim Eyeliner. Hier ist halt auch bei 6,5 Millionen, ne, der Mbappé. Das ist ein geistkrankes Team. Der Mani ist... Ich weiß nicht, sieht jetzt von den 20 Top-Beteiligungen, geht klar, ist besser wie mein Mbappé auf außen. Was, mit dem machst du Safe Plus, oder? Hast du für 1 Million geholt? Ja, okay, 2 Millionen ist er mit einer. Findest du den 95er Puskas übertrieben krass, sieht der aus von den Werten. Machen wir mal auf, gucken wir mal, ob die gönnen. Hat, okay, What If Pack hat er sogar am Start. Highliner-Kurs geht raus, Junge. So, ich hoffe, EA Sports gönnt dir was. Was hast du hier noch am Start? Und nochmal hier 2 Spielerwahl. Korrekt, Highliner. Kuss geht raus. Ehrensupporter, Junge. Komm, ich hoffe, wir ziehen dir was Gescheites jetzt. Und Gosens nimmt man mit. Ist okay. SBC-Futter. 84er Inform. 30k ungefähr. Ist in Ordnung. So, wie kann man so viel Coins haben? Sharex, wenn man meine Trading-Methoden macht. Nicht nur den ganzen Tag in der Mülltonne rumwühlt, eine Hand in der Boxershorts, die andere Hand, keine Ahnung, was du damit machst. Meine Trading-Methoden machen, Junge. Damit kommst du dann an Millionen von Coins. Komm. Nehmen wir Everton mit. So, da. Wenn es euch gefällt, Freunde, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Wie gesagt, wird auch im Stream dann angezeigt, wenn ihr neu seid. Lese ich dann natürlich auch vor. Ah, joa. Den, ja, hat heute Ronaldo rausgekickelt. Justin, moin, was geht, Junge? Meko, hast den alten Star-Elfmeterschützen. Das will ich eigentlich mal kurz gucken, wie viele Elfmeter der hat in FIFA. Nach dem Elfmeter. Oh, Walkout! Korrekt. Mané! Ah, Koulibaly, aber Rating. Rating nehmen wir mit. Ach, neues Bild gekriegt der Koulibaly. Bayern hat hier Interesse am Koulibaly. Eigentlich schon eine Maschine, ne? Wenn man sich überlegt. Schon ein Viech da hinten drin in der Abwehr. Yunus, ich hab gesagt, ich mach das vorhin. Du kriegst jetzt nur den Tipp über Insta geschrieben, so. Du hättest mich einladen müssen, so. Das hat viel zu lange gedauert, so. Deswegen. Dann ÜV mit den seltenen Goldkarten kann man safe machen. Für 800 oder 850 gehen die safe weg. Die sind halt überschwemmt aktuell auf dem Markt. So jeder ballert anscheinend seine Münzen da in die Packs. Das Dümmste, was du eigentlich machen kannst. Aber anscheinend macht das jeder. Anders kann der Markt nicht so down gehen. Da. Gucken wir mal. Bali ist mächtig. Guck mal, ich bin ehrlich, damals, wo Koulibaly noch Franzose war, der wäre jetzt viel teurer. Stellt euch vor, ihr könnt mit Varane, Mondiso linken, mit Kanté. Boah, wie teuer der wäre. Der würde locker das Dreifache kosten, der Koulibaly. Der wäre auch schon öfters in Events gewesen. Ah, Brasil. Na, Arthur, komm. Ah, immerhin. Juventus. Firex, was geht ab? So, da. Der Inform Ederson für 100k war ein guter Deal, der kostet jetzt einfach 90k. Ja, der kostet Donnerstag safe wieder mehr.
ne? Außer die bringen Freitag. Wisst ihr, was ich mir überlegt habe, wie EA Sports richtig Freitag Nummer 31er Move wieder cater? Wie Freitag EA Sports richtig 31er Move machen könnte? Stellt euch vor, die würden einen Walker informen und so. Die würden alle Informs nochmal droppen, so. Das habe ich mir so überlegt, wenn die das machen. Ronaldo Inform, Walker Inform, alle die Big Boys, Gomez, alle teuren Informs. So, boah, wie die runtergehen würden. Ein Walker, der wäre bei 700. Prime, das hat kein Mensch gedacht. Jeder am Montag, jeder Minus gemacht, Digga. Jeder hat da Minus gemacht, so. Mir haben Leute geschrieben, die haben in diesen Yuri Berry Deshi da investiert, was eigentlich eine gute Karte ist für 100k. Dachte ich eigentlich, ist nicht auch nicht schlecht, so für 100k. Er kriegt safe sein Upgrade. Ist einfach auf 70k runtergegangen. Best of Special Card Packs würde alles auseinandernehmen. Dann würde ich einkaufen, wenn das passieren würde. Also dann würde ich reingehen, in so einen Walker würde ich mir mitnehmen. Aber ich bin ehrlich, ich traue EA das zu, so. Frankreich, Varan? Ja, kann ja gerne sein, Lost. Für Best of. Ja. Okay. Ach, Jumbo, ja, brutal, Katastrophe. Das ist nicht normal. Ich meine, Liste Verkauf, keine Ahnung. Ich will nicht wissen, wie viel Minus da rauskommen. Die werden auch rebounden, safe. Aktuell sollte man auch nichts verkaufen, außer halt, ja, SBC-Futter, wo hochgegangen ist. Aber guck mal, selbst so ein, also die high, richtig high-rated, so ein Oblak deswegen, so viel sind die nicht gefallen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Donnerstag, Freitag, wenn nichts kommt, richtig runterkrachen. So, aber ich denke, EA Sports macht da was dagegen. Wie gesagt, wenn ihr Münzen übrig habt, gönnt euch selten, gönnt euch nun wer es. Freunde, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt, Hashtag, was war nochmal das, der Hashtag, muss ich jetzt selber nachschauen. Hashtag Icon, Daumen hoch geben, mich abonnieren und natürlich die Dings, die Crew aus der Streambeschreibung abonnieren, Freunde, nur so könnt ihr teilnehmen. Jetzt hat Netwell SVC halt einen guten Preis. Digga, wir will den aber spielen, Digga. Guck den bitte mal an, also Net, eins in Chat, wer den spielen will von euch, Chat. Zwei, wer sagt, absolute Müllton, goldener Neymar ist tausendmal besser, muss man einfach Real Talk sagen, so. So, Netwett, das, wer will das spielen, Digga? Millionen Special Card Sets zu Jumbo. An Coins wert 6 Millionen? Oder nee, 6 Millionen Karten kannst du ja nicht haben, ne? Boah, das ist krass. Aber ich denke, Donnerstag wird rebounden einiges. Ich denke, Donnerstag werden wir wieder einen leichten Hoch sehen, zumindest bei so spielbaren Spielern. Eine Offensivspieler ist Neymar besser. Ich spiele ja nicht mit 8er. Ich spiele ja mit 2-6er, so Kimmich, Lahm, so gesehen. Und bei mir würde Netflix Stürmer spielen. Wie bei dir, Müller. Das stimmt, wenn jemand Bock auf eine Icon hat, dann sollte man sich die gönnen, klar. Guck mal, ich habe auch so Bock, wenn Schweinsteiger als SBC rauskommt, bin ich der Erste, der um 19:01 die abgeschlossen hat, so. Egal, so gefühlt können die da meinen ganzen Verein für verlangen. Der wird dann abgeschlossen, scheißegal, aber ja. Der wird dann wahrscheinlich irgendwann im August kommen, so einen Monat kannst du den dann spielen, geil. Komm, What If Pack, EA Sports, Conte. Juri. Wert von 6 Millionen. Ja, also du wirst wahrscheinlich aus den 6 Millionen dann 5 machen, denke ich mal. Außer du hältst. Was machst du schon? Du hältst die safe, oder?
Digga, ich habe auch überlegt, ob ich in diesen Juri All-In gehe, ne, für 100k. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Ist er wieder gereboundet? Der war bei 70. Ist er wieder gereboundet? Oh ne, der ist nicht gereboundet. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Was hat er noch auf der Liste? Gucken wir mal hier. Ah, nur ein SPC futtert. Spiel auch okay. Ja, Highliner. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank, Jung. So, ich danke auf jeden Fall für deinen Packs. Schade, dass du nicht reden konntest. Nächstes Mal wieder, hoffe ich mal. Und dann sage ich auf jeden Fall danke, Highliner. Vielen, vielen Dank für deinen Packs. Ja, natürlich auch für mich Packs abladen. Ich gerne ein, Jungs. So, gucken wir uns noch ein paar Teams an. Wie gesagt, könnt ihr auch gerne noch ein paar schicken, Digga. Er schreibt gerne ein Buch. Ja, bitte nicht so, Digga, was ist das für ein Bild hier? Minecraft-Bilder bewerte ich nicht. Den kenne ich auch. Den kenne ich auch. Was hat er denn hier oben geschickt? Neuer kommt wieder. Joa, das wird auch besser sein. Filmar, Digga. Boah. Ekelhaft. Was machen wir, das kenne ich schon. Gibt. Ja, nur in eine Richtung geht. Ja, das fuckt mich auch ab. Meine Liste verkauft sich nichts, Digga. Verkauft so eine pro Runde ein Karton ungefähr. So. Das ist richtig nervig, so. Das ist Katastrophe, so. Hand wieder, okay. Das Ding ist immer noch da, aber das tut nicht weh. Was könnte er noch verbessern? Wie viel Konzert hat er geschrieben? Bist du nur am Start, Junge? Schreib mal in den Chat. Ne, aber guck mal, manche sind bestimmt eh schon durchgezogen. Freunde, wie gesagt, beim Gewinnspiel mitmachen, Hashtag Icon reinschreiben, Daumen hoch geben, mich abonnieren und die Crew aus der Stream-Beschreibung abonnieren. Ich werde gleich auslosen, deswegen schreibt nochmal rein, wer mitmachen möchte. Ja, ich glaube, der schreibt gerade, oder? Das stimmt schon, Mo. Und du musst dir überlegen, die Leute, jeder hundertprozentig, ich sag 80-90%, haben diese tauschbaren Packs geöffnet und einfach alles draufgestellt so, und dachten, die machen Gewinn, verkaufen ein paar Karten. Hundertprozentig. 200k sind noch am Start. Ja, dann spar auf neuer Toti. Benzema muss halt weg, Chat. Ne? Also Benzema, spanischer Stürmer, irgendwas. Torres wäre gut, Digga. Mit 200k schwer, ne? Ich würde halt auf Torres sparen oder der wird halt gut reinpassen. Neues Bild geschickt. Ich hoffe diesmal ein gescheites und nicht hier aus der Steinzeit. Und einer hat gemeint, der hat mich eingeladen. Ich habe keine Einladung. PS4 extra angemacht. Ja, ist so besser so. Wir wollen hier nicht zum Müll. Junge! Erstmal bannen. Der wird hier heute nicht mehr bewertet. Ich glaube, es knallt bei dir. Schickst du hier nächste Bild schwarz-weiß oder was? Mein Güte, ja. Also manche Leute ja. Skandal hoch 10. Ich glaube, der hat mit seinem Nokia-Handy ein Foto gemacht. So, Freunde, ich los mal aus. Gucken wir mal. Okay, Yunus, der gewinnt jetzt nicht nochmal. Sonst haben wir das Problem nochmal.
Der hat vorhin schon gewonnen. Zweimal gewinnen hintereinander gibt's nicht, sag ich, wie es ist. Das wäre jetzt beschiss so. Der nächste ist der Serg. Boah, du Scheiße, wie spricht man das aus? Sergdal Armagan, Digga. Bist du am Start, Jung? Wenn ja, Ausrufezeichen PSN, mich einladen und dein PSN-Name in den Chat schreiben. 30 Sekunden Zeit zum Antworten. Wenn man dann nicht antwortet, wähle ich den nächsten aus. Mach ich aber jetzt immer so, wer 30 Sekunden nicht antwortet. Ja. Ja, Serkan, dein Name wäre leichter gewesen zum Aussprechen. Da hätte ich nicht hier versuchen müssen, die Person hier nicht zu verärgern bei der Aussprache. Okay, der ist nicht da. Ja, die Leute, die beim Gewinnspiel mitmachen und sich dann denken, zieh wir mal durch. Verstehe ich nicht. Ey. So, ich will los nochmal aus. Phyrex, einer der Botkuh gewonnen. Chichi Jung, bist du auch am Start? Lad mich Party ein. Ausrufzeichen PSN, Jung. Dein PSN-Name ist Alex96, oder? Falsch. Ausrufzeichen PSN in den Chat, dann steht da mein PSN-Name. Und wenn ihr neu seid, Freunde, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Geht auch Insta? Ja, geht auch vorher. Ich kann es mir auch über Insta schreiben. Ja, will hier keiner Liste voll gemacht haben? Das ist so Skandal. Ich schwöre, so Skandal. Keiner will die Liste voll gemacht bekommen. So voll. Das ist ja hier eine Frechheit. Bitte auf Twitch, Ausrufezeichen Twitch, Jung. Ja, gucken wir mal, ich muss halt überprüfen, ne? Kannst mir helfen ab 100k. Aber ganz schnell den Hummels raus, Digga. Also, Hooligan! Ist der Hooligan noch im Chat? Jan, wenn du willst, lad mich ein, so. Dann können wir das von mir aus machen. Dann mach ich die Liste voll, wenn du Bock hast. So. Wie gesagt, wenn keiner will, lad mich ein, Junge. Von mir aus. Also ganz schnell den Hummels da weg. Also, wenn ich den Hummels da sehe, dann dreht sich mir im Magen ja alles rum. Stellst du Lucas Hernandez hin und einen Kimmich, das ist ein Can, da hast du wenigstens mal Verbesserungen. Wie gesagt, wenn keiner hier will, der gewinnt, dann krieg ich ein paar VIPs, das einfach, mach ich das so in Zukunft so. Lad mich gerne ein, aber ist halt ohne Reden, ne? Es gibt ja noch Gold-Teams. Ich bin ehrlich, das ist so ein Team, das ich in Weekend League abfacken würde. Das ist ein Weekend-League-Team, wo dich abfacken würde. Hundertprozentig, das würde dich abfacken. Und diese Karten würden alle einen Boost kriegen. Nicht in jedem Spiel, aber in vielen Spielen. So. Flohbürste. Okay. What if? Was hat denn What If Pack für mich oder was? Dann ladet mich ein, ihr müsst mir da keine Nachricht schreiben. Einfach Party ein. Okay. Ich gehe kurz bei ihm rein, ob der Pack hat. Und dann komme ich zu dir rein, okay, Ian? Auch hier, wenn ihr ein Pack für mich habt, dass man, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt ein Pack bei mir öffnen, kann man auch sagen, dass ich euch da ein paar Plätze hole. Nicht jetzt 30 oder so, aber ein paar. Gucken wir mal.
Lass du voll mal, mach beim Gewinnspiel mit. Ich mach das so im Stream nur für Gewinnspiel. Und jetzt, wie gesagt, für VIPs werde ich das auch machen, wie gesagt. Ich habe auch überlegt, ich werde wahrscheinlich so mehr machen. Ich werde mehr für die Leute im Discord machen, mehr so für die VIPs. So. Weil die unterstützen mich auch mehr, ist einfach so. Deswegen will ich da auch mehr zurückgeben. Ich will erst gucken, ob der Pack hat. Okay, der hat wirklich Pack. Okay, Ehrenmann. Dann kann man auch mit Reden machen. Ich weiß nicht, ob der reden will. Ich weiß es nicht, ob der redet. Aber ich guck mal. Ich mach mal Headset kurz an. Memme, danke für dein Abo. Vielen Dank. Ich guck kurz. Ich mach kurz hier Bildschirm an. Ah, der hat auf jeden Fall Packs am Start, der Ehrenmann. So, kurz Headset. Oh, boah, fast hier Kabel abgerissen. Hallo? Ich glaube, der hat kein Headset. Schreib mal in den Chat, Junge. Hat er kein Headset? Wer ist denn das hier? Ah, was geht ab? Was ist das, Junge? Stabil, ja. Oh, das Team ist auf jeden Fall nice. Sie dann nur. Oh, hätte ich auch gern. Ah, ja, ja. Ja. Ich würde Ronaldo safe holen. Guck mal, bei mir ist das halt so, ich spiele jetzt ja Ronaldo und das hat der heftigste für mich, für mein Spielstil, der CR7. Luca ist schon fertig. Aber wir machen noch safe 1. Also ich würde den nicht Donnerstag kaufen. Donnerstag kauft jeder ein. Kauft den morgen. Morgen einfach. Heute oder morgen, aber ich würde eher morgen kaufen. Am besten Snipeshot den einfach zu, wenn Packs kommen. 20 Uhr, 21 Uhr. Ja. Boah, kriegt der Safe noch ein Upgrade. Oh, Typ sieht nice aus. Okay. Easy. Was ist das andere genau? La Liga Pack. Wo gibt's das? Ah, man kriegt das wieder, oder was? Oh, okay. So, kommt Chat. Komm. Ich habe davon jetzt schon 30 oder so aufgemacht und es kam noch kein einziger Kante. Bis. Ich habe ein Kante gesehen. Ich habe mir bestimmt 50, 60 so angeguckt, noch plus meine. Aber ich finde, Richarlison ist auch nicht geil so. Ich finde den nicht gut. Also klar ist er nicht schlecht, aber. So. Du könntest ihn sogar perfekt vorne reinstellen. Ja. Wäre so nicht mal so schlecht. Ja. Ja. Komm, öffnen wir einfach. Entweder gönnen die oder die geiern. Lohnt sich Pereira. Ich weiß nicht, der Preis, was er aktuell kostet. Komm, Frankreich oder Brasilien. Was ist das? Jovic. Ich weiß nicht, das ist eher los, oder? Chat, was meint der? Der kostet, glaube ich, gar nichts. Obwohl der nicht mal so schlecht aussieht, ne? Der hat 5 Sterne Wiegfurt. Der hat 4-5, ja. Hat sehr gute Werte. Der hat schon immer 5 Sterne. Ah, aber Schuss ist halt bestimmt krass, denke ich mal. Hat er noch Außenriss schon? Boah, das ist schon nicht. Also komplett schlecht nicht. Aber ich würde schon sagen, leichter los. So. Klar geht noch schlechter, aber geht halt auch schon viel besser, ne? Na. Ah, egal. Passiert, Digga. Leider nicht immer Glück. Man ist das von den Packs gewohnt, auch donnerstags, was ich mir da immer angucke. Leute, die da das. Guck mal. Na, ich habe 2-mal hintereinander Elite geholt und mein bester 84er war ein 84er in Rot, Digga. Das
Und deswegen, das bockt auch einfach nicht. So, für was man spielt man, ne? Das ist, fragt man sich. Und irgendwelche Silber 1 Spieler kriegen dann so ein Lewandowski oder so ein Oblak-Safe angedreht. Oblak wäre safe gut, der Goldene ist schon sehr gut im Tor. Oh ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für dein Pack, Jung. Vielen, vielen Dank. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, danke, Jung. Ja, dann hört man sich, wenn du in Zukunft wieder für mich Packs hast, lad mich gerne ein. Ja, ja, gerne. Ja, dann mach's gut, Jung. Ciao, ciao. Hast du einen Discord-Gruppe? Ich hab einen Discord. Oh, da hat sogar gerade jemand reingesappt. Hier, der M1LXNFN. Boah, schwieriger. Ging es auch nicht. Aber das Ruder geht in die Lüfte für dich. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Schreib mir gerne über Insta. Komm gerne in meinen Trading-Discord. Kuss geht raus, Jung. Glaubst du, Barca dreht 4-1 gegen Paris? Nee, denk nicht. Barca ist zwar aktuell in der besseren Verfassung aktuell wieder, aber okay, hat man damals auch nicht gedacht, da war es 4-0, ne? Aber das ist nicht mehr das Barcelona, was es mal war, ne? Also ein 3-0 würde ja nicht reichen, ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Also die müssen 4 Tore schießen. Und wenn die 4 Tore schießen, dürfen die nur 1 kassieren. Nee, das wird nichts. Nee, nee, nee. Glaube ich nicht. Also, gucken wir mal, was er hier die Klobürste an Coins hat. Gucken wir mal. Dort ist ein Viertelfinale. Ja, habe ich auch irgendwie gesehen, Junge. Milan, schreib mir über Insta, dass du jetzt VIP bist. Dann kannst du deine Liste automatisch mit meinen Tipps voll machen. Bekommt man schnell Münzen. Schau meine Videos. Sebastian, grüß dich. Wie gesagt, wenn ihr auch kurz Multimillionär werden wollt, Freunde, lasst sie gerne einen Daumen hoch da. Lasst sie gerne ein Abo da. Macht ihr gar nichts verkehrt. So. Ronaldinho aus Mitteleigenpack gezogen. Der ist so krass. Probier den mal aus. Der ist leider 10er. Also ich spiele ohne 10er, aber ja. Deutsche Mannschaft sind, ja, ich bin auch immer für Deutsche. Ich hoffe auch, guck mal, ich verstehe nicht, Leipzig, wie konnten die gegen Liverpool verlieren, so. Liverpool gegen alles verloren, ne? Gegen alles in der Liga verloren. Gegen Tabellenplatz 18, 19 verlieren die. Verstehe ich nicht, ne? Wenn Dortmund Porto zu loskriegt, wird Akanji vielleicht ein richtiges Monster. Wenn der Akanji wirklich gegen Porto spielt, steigt er allein schon für das Los um 100k. Okay, Jan. 100k hast du noch. West Brom. Warum kaufst du West Brom? Wen spielen die? Ach, West Brom. West Ham. Ist das Top-Party oder was? Hast du hier schon geguckt oder was? Also hier, der Jan ist schon auf Top-Party-Kurs oder was unterwegs. Gucken wir mal kurz hier die Premier League durch, was er hier, der Jan hier schon für Moves macht hier. Premier League. Premier League. West Ham. Ach, Digga. West Ham ist 5. Gegen wen spielen die? Och, ich will nicht jetzt Chelsea hier spielen sehen. Ich will hier sehen, gegen wen die spielen. Wenn die gegen ein Team aus London, dann wäre es gut. Das lädt bei mir.
Okay, die spielen gegen ManU, das ist schon ein gutes Duell. Ja, aber ob das halt kommt, fraglich. Wie fandst du die Haaland seine Aktion nach dem Elfmeter? Wäre ich der Torwart gewesen, hätte ich mir ins Gesicht getreten, bin ich ehrlich. Milan werde ich morgen wahrscheinlich dann machen. So. Was ist aktuell drauf? Ich bin sympathischer von den Istanbul-Clubs. Boah, ich muss jetzt sagen, ich hab dagegen kein was. Ich feiere da jetzt aber auch jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendjemanden so sympathisiere. Hab ich nicht, Digga, sag ich dir, es ist so. Schau mir da gerne ab und zu mal ein Derby an, aber das war so. Pereira für 80k ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Machen wir mit Silbermethode die Liste vor. Wie gesagt, Freunde, ihr könnt das genauso nachmachen, wie ich das jetzt mache. Ach, Alan, ich gebe dir gleich ein Timeband, Digga, wie hier 10 Jahre hier Geschichten aus dem Paulanergarten, die ist das. Freiwegs, ich weiß nicht, ich würde dir empfehlen, mal eine Augenreinigung zu kaufen. Weil ich glaube, Chat wollte mich verarschen. Toll, da bieten wir nicht. Das habe ich nicht gesehen, André, dass er das gemacht hat. Wenn er das gemacht hat, dann ist es auch nicht, natürlich nicht in Ordnung, klar. Aber so dahin zu laufen, das finde ich trotzdem respektlos. Gegen Can, das war komplett faul, Digga, da hast du keine Ahnung von Fußball, meiner Meinung nach. Wir können ja mal in den Chat fragen, war das ein Foul von Can gegen von Sané an Can? War das ein Foul 1, war es kein Foul 2? Chat, sagt mal eure Meinung. Also 1 Foul, 2 kein Foul. Da, guck mal, hier nur 2er. Ian, bist du Dortmund-Fan? Ach, Juve-Fan, okay, der ist frustriert. Ian, zählen wir nicht mit. Ja, das war auch kein Foul. Also, bis auf der Reus und ein paar Dortmund-Fans sehen das alles. Das war, also, wenn das ein Foul war, dann keine Ahnung. Da muss man ja heutzutage alles abpfeifen. Da lachte Ian. Die, die einschreiben, sind wahrscheinlich Dortmund-Fans. Das ist gut möglich, ne? Bayern holt dieses Jahr die Champions League. Ich hoffe es, Digga. Du kannst es nie so vorher sagen. Champions League, du musst viele Faktoren kommen zusammen, so. Du kannst es nicht ausgleichen. Wenn du ein Spiel dick verkackst, ist vorbei, so. Ist nicht wie Liga so, du kannst ein paar Mal verkacken, gewinnst trotzdem die Liga. Champions League, du musst halt jedes Spiel da sein. 5 Millionen, guter Preis für einen Puskas, 5 Millionen kostet er mittlerweile nur noch. Der ist ja halt schon wieder eine Million runtergegangen, ne? Ist schon gut eigentlich. Wird zwar weiter noch runtergehen, aber ja. Habe aus Double 81 mit meinem zweiten untauschbaren Thema gezogen, gemischte Gefühle. Ja, aber gutes SVC, Futter. Wir seien mal froh, ich habe so viele Packs geballert, ich habe gar keinen Neymar gekriegt, Junge.
1,2 für Vieda hätten einer gut. Ich würde den nicht kaufen. Der kriegt einen Player of the Month sehr wahrscheinlich. Und dann denke ich, drop der Headliner erstmal. Wie verkaufst du die gern? Ich stelle die gleich drauf. Dann schaut einfach zu. Ich stelle die immer unterschiedlich drauf. So zwischen 400 und 500. Und wie gesagt, wichtig ist, dass ihr 100 Stück davon holt. Erstes Mal ist aufwendig. Aber wenn ihr mal 100 geholt habt, müsst ihr jede Runde nur 20 nachfüllen, ne? Hab Rooney, Mbappé, Messi und keinen Stamm spielen. Warum kann sie keinen Stamm spielen? Hä? Steh ich nicht. Sieg. Nur möchte ja das zu verteilen. Das stimmt halt auch. So, aber das ist halt so, die suchen halt Ausreden, ja. So. Naja. Ist halt so. Die heulen ja jetzt noch rum, dass der Dante damals im Champions League Final keine rote Karte gekriegt haben. Also, ja. So, gibt's ja noch genug, die da rumheulen. Klaus, das wäre schon gut, wenn Haaland irgendwann zu Bayern gehen würde, aber der wäre sehr, sehr teuer, ne? Aber du musst halt gucken, wenn du den 222 für 75 Millionen kriegen kannst, musst du eigentlich zuschlagen. Weil wenn nicht, geht der für 100 noch was zu einfach in Premier League. Nee, geht nicht hoch, Luca. Es zählen nur Karten, die auf den Markt kommen. SBCs zählen da nicht. Sehr krass diesmal, ja. Mbappé, Benyetta oder Depay. Also das wird ein Banger. Und Depay hat die schlechteste Statistik, also wird es wahrscheinlich Mbappé oder Benyetta. Benyetta hat die beste Statistik. Der aktuelle Stand ist für mich gute 2-3 Jahre im Tank. Ich würde sogar sagen, locker noch 4-5 Jahre. Der ist ja übertrieben krass, was der Lewandowski aktuell macht. Ist ja. Transferlöse, ich habe 35 Millionen ungefähr oder so. Aber wenn ich mein Team irgendwann mal wieder verkaufe, geht das auf 30 runter. Also wie gesagt, Transfererlös. Kannst du ja eh pushen, wenn man Bock hat. So. Also kann man eh faken. So. Deswegen juckt mich das nicht. Am Ende habe ich so oder so meine 100 Millionen Coins. Was juckt mich dann Transfererlös? Ab 25 kann ich dich einladen. Trotzdem. Ja, aber lad mich gerne ein, Junge. Mach ich aber noch gerne 10, 20, 10, 15 Plätze noch voll, wenn du Bock hast. Balkan, der kostet 15 Millionen, wie soll ich den bezahlen? 15 Millionen für den Verteidiger. Ja, das ist schon eine neue Dimension von. Ja, ich hab den auf die Kandidatenliste, weil ich den unbedingt irgendwann im Team haben will, aber. Irgendwann ist auch da preislich Feierabend. 5, 6 Millionen, okay, aber selbst das ist eigentlich zu viel. Aber, ja. Na, ja, das wird trotzdem schwer. Als Stürmer ist immer schwer, Jumbo. Also, da wird 6, 3, 7, 3 spätestens das Feierabend. Meistens zu Schweini Optimus SPC machen und Namen rauszuholen. Also, ich würde die SPC machen auf jeden Fall. Vielleicht würde ich dann Lahm auch machen, wenn er da wäre und den als Linksverteidiger spielen. Ronaldo wegen den 87 Ronaldo spielen. Den habe ich nicht mal. Und bevor ich den Hartz IV Ronaldo spiele, ich kaufe keinen Maldini für 15 Millionen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand den kauft für 15 Millionen. Puh.
Prime ist auch zu teuer für 5 Millionen oder so. Ich will, hol mir den 90er Carlos Alberto. Der reicht. So, der kostet 750.000. Den spiele ich als Innenverteidiger. Der reicht komplett, denke ich. So. So. Zwei Spieler schon direkt wieder weg. Für 450. Die Silbermethode. Doppelt Coins in seine Tasche. GG. Die Prozentuale. Schick dir meinen PayPal-Link an. Überweist mir später. Kuss geht raus. Kappa. So. Ne, mach einfach die Liste so voll. So, was haben wir hier noch? Okay, ich zieh weiter, Ian. Wie gesagt, ich habe die Liste ein bisschen voll gemacht. Als ob der für 15 schon mitgenommen wurde. Aber okay, ich habe ihn oft auch gar nicht im Markt gesehen, den. So. Adama, der ist auch geisteskrank. Ich bereue es so, dass ich diesen Adama Kebab nicht gemacht habe. So eine geisteskranke Karte. Ich weiß gerne, ob er reden kann. Ich guck mal kurz. Was geht ab, Jung? Ah, es wird. Ja, ja. Oh, je, je. Wen hat's schon? Geht deutlich, guck mal, das ist eigentlich nicht mal schlecht so im Endeffekt, aber ich hätte halt einen Verteidiger gebraucht, das hat das Ding.